1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Jo, ihr Lieben, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir sind unter uns erstmal. So ungefähr eine Viertelstunde hier im Radio bei 1Live und dann kommt auch noch das WDR Fernsehen zu uns. Ja, wir haben eine freie Themennacht heute wie immer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ran ans Telefon 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Erster Anrufer heute Nacht, Dieter, 25, 29 Jahre. Hallo. Hallo. Hallo Dieter. Hallo Domian. Weswegen rufst du an? Ich rufe an, weil ich momentan schon vergeblich seit ungefähr drei, vier Jahren nach meiner leiblichen Mutter suche. Seit drei, vier Jahren? Ja, weil ich wusste zwar jetzt seit wo ich 15, 16 war, weiß ich zwar, dass ich adoptiert bin, aber das Amt stellt sich quer, meine Mutter stellt sich quer, einfach jeder stellt sich quer und will mir keine Auskunft geben. Welche Mutter? Die leibliche Mutter stellt sich quer? Nein, meine Adoptivmutter. Ich weiß ja nicht, wer meine Adoptivmutter ist. Die will ich ja gerne kennenlernen. Achso, das heißt, du bekämst Informationen über deine Adoptivmutter, wenn sie es denn wollte? Wenn sie es wollte, weil ich bekomme alles von meinen früheren Namen, wann ich genau geboren bin, über meine Adoptivmutter, über meinen Adoptivvater kriege ich Auskunft, nur über meine leibliche Mutter nicht. Mhm. Warum nicht? Ja, wenn ich das wüsste, keine Ahnung. Also du bist ja ein erwachsener Mann von fast 30 Jahren und wenn du sagst, ich möchte wissen, woher ich komme, warum will sie dir das verwehren? Ja, das weiß ich ja nicht. Wie schon gesagt, also meine Mutter spreche ich öfters darauf an und dann lenkt sie direkt mit einem anderen Thema ab, kommt auch nicht mehr auf dem Thema leibliche Mutter zu sprechen oder wird richtig aggressiv und hysterisch und... Ja, und das Amt sagt immer, wie schon gesagt, wie ich früher hieß, wann ich genau geboren bin, aber über meine leibliche Mutter dürfen sie leider keine Auskunft geben. Mhm. Weiß denn deine Mutter überhaupt etwas über die leibliche Mutter? Also so viel, wie ich früher mal gehört habe, ja. Was hast du da gehört? Dass sie, sie wäre beinahe, also hätte schon mal den richtigen Namen gesagt, aber sie hat es noch früh genug gemerkt und hat direkt wieder geblockt. Ach so. Also sie weiß ich jetzt mal schon mehr als ich eben. Ne? Mhm. Und dein Adoptivvater, wie ist der drauf? Der ist leider schon tot. Ach so, schon länger? Ja, 2000 ist der gestorben. Ja, und Der hat sich eigentlich immer da rausgehalten. Also sobald irgendwie was mit Adoptiv war, ist er direkt in einem Zimmer reingegangen und hat sich verkrochen auf gut Deutsch. Ach so. Mhm. Also da ist keine Ahnung, was da vorgefallen ist. Also ich weiß einfach nicht. Ich überlege gerade, in der Regel wissen doch, gibt es keine Regel. Ich wollte gerade sagen, in der Regel wissen Adoptiveltern ja auch nichts über die leiblichen Eltern ihres adoptierten Kindes. Mhm. Aber da gibt es auch immer wieder Ausnahmen. Ja, also wie schon gesagt, meine Mutter, also meine Adoptivmutter, weiß wohl angeblich den Namen, vielleicht sogar die Adresse, aber den Namen weiß sie auf jeden Fall. Wie schon gesagt, sie hat es ja noch früh genug gemerkt, leider. Und hat dann direkt geblockt. Ne? Die Frage ist ja auch, wie du mit ihr darüber sprichst. Offensichtlich hat sie vielleicht Angst, dass sie dich verliert. Wenn es darum ging, ja? Ich wohne ja nicht mehr bei meiner Mutter, ich bin ja schon weggezogen, bin in einen ganz anderen Ort rein. Na gut, aber trotzdem kann ja die Angst. Wie ist das Verhältnis zwischen euch beiden? Seit mein Vater tot ist, nicht mehr gut. Ach so, nicht mehr gut. Also wir verkrachen uns, sobald wir uns sehen, verkrachen uns wieder. Aber jetzt nicht auf die Sache wegen meiner leiblichen Mutter, sondern wegen ganz anderen Sachen. Also das Verhältnis zwischen meiner Mutter ist, gar nicht gut zu sprechen. Das heißt, die Motivation bei ihr, es dir nicht zu sagen, kann auch ganz einfach eine Boshaftigkeit sein. Ja, also das glaube ich auch schon eher. Mhm. Die will einfach nicht, dass ich irgendwie zum Beispiel die Frage stelle, warum. Das ist auch kein böses Warum, weil ich da fragen möchte, sondern einfach nur, warum hat sie mich abgegeben? Weil Gott sei Dank auch warum, ne? Weil sonst würde ich jetzt nicht hier, sag ich jetzt mal, mit dir telefonieren. Wie, wer weiß, wo ich sonst wäre, ne? Wie bist du denn behandelt worden von deinen Adoptiveltern? Super. Super?
ehrlich. Also das war, ja, wie soll ich sagen, 1A noch besser als 1A. Und warum hat sich das Verhältnis denn jetzt verschlechtert zu der Mutter, wenn das so super und 1A war? Ja, weil die Verwandten haben gesagt, dass ich es schuld wäre, dass mein Adoptivvater im Grab liegt. Und da hat sich dann so einiges gedreht. Ne? Und ich habe mehrmals meine Mutter darauf mal auch angesprochen hier, dass ich, warum ich es schuld wäre und so. Da hat sie gesagt, das habe ich nie gesagt. Warum also, sollst du schuld sein? Ja, weil mein Vater war im Wachkoma. Ja. Ein gutes Jahr. Und ja, ich bin nicht so einer, der dann gerne so irgendwo hingeht, wo man, ich kann ja nicht helfen. Ich bin zwar dann bei meinem Vater, ich kann ja nicht helfen dann. Mhm. Und ich bin zwar jeden Tag zur Kirche gegangen und alles, aber eben zum Krankenhaus bin ich so gut wie nie gegangen. Und darum haben die gesagt, dass ich jetzt eben schuld wäre. Dass er dann gestorben ist? Ja, dass er dann gestorben ist. Weil du nicht bei ihm warst? Weil ich nicht bei ihm war, genau. Weil du ihm nicht Beistand geleistet hast? Genau. Ja. Und, sieht deine Mutter das denn auch so? Meine Mutter weiß das gar nicht, weil das hat meine Tante gesagt und meine Mutter weiß gar nichts davon. Nur eben seit mein Vater tot ist, ich weiß nicht, ob meine Tante... Ja, Moment, aber deine Mutter hat auch mitbekommen, dass du nicht zu deinem Vater ins Krankenhaus gegangen bist. Ja, doch, ich bin ich bin nicht so oft mitgefahren. Ich bin 2-3 Mal mitgefahren, sage ich jetzt mal, in 2-3 Monaten, aber ich bin nicht so oft wie meine Mutter da mitgefahren. Ist denn deine Mutter deshalb, du hast gerade gesagt, das Verhältnis zwischen dir und deiner Mutter ist gestört, seitdem der Vater tot ist? Ja. Warum? Wenn sie diesen Vorwurf nicht mehr kennt von den Verwandten? Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß nicht, warum. Warum fragst du sie denn nicht? Das ist doch merkwürdig, wenn es früher 1A und super war und plötzlich ist es dann... Oder wirft sie dir das auch vor, dass du nicht genügend ins Krankenhaus gegangen bist? Nein. Auf jeden Fall nicht. Das hast du auf jeden Fall noch nie gesagt. Aber es ist auch so, mein Vater hat wesentlich mehr für mich getan, als wie meine Mutter auch schon früher. Aha. Also meine Mutter war zum Beispiel, hat sich schlafen gelegt und mein Vater hat dann einen Autoschlüssel gegeben und hat gesagt, wenn der Auto morgens wieder da ist, dann ist das in Ordnung. Aber umso komischer, dass du ihn dann so selten besucht hast im Krankenhaus. Ja, darum habe ich bin fast täglich in die Kirche gegangen und habe da wirklich dann immer eine Kerze angemacht, habe gebetet, weil der Geruch vom Krankenhaus, auch wenn ich selbst da drin liege, das ist irgendwie so steril, so irgendwie kalt. Naja, du hör mal auf. Also ich finde es auch nicht schön. Ich finde es auch nicht schön, wie es im Krankenhaus riecht. Aber wenn ein Angehöriger da liegt, dann geht man da hin. Man geht nicht in die Kirche. Also die Kirche ist ja okay, aber man muss den Menschen doch auch nahe sein. Ja, aber das Problem ist, ich hätte ja sowieso nicht helfen können. Das ist das Problem. Wenn ich damit helfen konnte. Ja, aber man weiß ja, aber das ist ja eine alte Frage. Man weiß ja nie, was ein Wachkoma-Patient doch noch irgendwie vielleicht mitbekommt. Aber ist ja eine ganz andere Thematik jetzt. Genau, die Thematik ist ja, wie kommst du an meine leibliche Mutter. Mhm. Die Behörden rücken nicht mit mehr raus? Nee, also ich war schon mal da, was heißt ja einmal, ich bin fast jedes halbe Jahr da und gehe die schon fast auf die Nerven, sage ich jetzt mal. Ja. Und letztens einmal war das so, da ist sie dann die Person im Amt wieder im Raum reingegangen und hat gesagt, ich komme gleich wieder. Die hat dann 2 Anrufe getätigt, hat zu mir gesagt. Sie hat gesagt, ich darf Ihnen keine Auskunft geben. Ich kann Ihnen sagen, wie sie früher hießen und wie viel Uhr sie geboren sind. Habe ich gesagt, ich will nichts über mich selbst wissen. Denn ich will gerne nur den Namen von meinem Telefon. Das reicht mir schon. Aber die machen das nicht. Machen sie einfach nicht. Was heißt Telefonat? Hat die irgendwo Rücksprache gehalten? Ja, schätze ich mal. Also sie hat gesagt, sie hat 2 Anrufe getätigt. Bei wem? Ja, das will sie mir nicht sagen. So. Also ich bin wirklich, ich weiß nicht mehr, wo ich weitermachen kann. Ich kann dir natürlich nur im Rahmen unserer Möglichkeiten hier eine kleine Hilfe bieten. Nämlich, wenn du das möchtest, kannst du deinen Namen, deinen Geburtsort und Geburtsdatum und Geburtszeit sagen, in der Hoffnung, dass vielleicht deine Mutter zuhört und sagt, okay, ich möchte mit dem Jungen Kontakt haben und sie würde den Kontakt über uns dann hier aufbauen. Ja, das wäre ja super, auf jeden Fall. Also, dann sag alles, was du weißt an Daten, wodurch du erkennbar wärst für deine Mutter. Ja. Also ich hieß früher nicht Dieter, sondern Hans Dieter. Mein Nachnamen von früher weiß ich leider nicht. Ich bin am 01.01.1976 geboren und zwar genau um 12 Uhr in Würselen. Das ist das Einzige, was ich weiß. Wo geboren in? In Würselen. In Würselen? Mhm. Ja, ist in der Nähe von Aachen. Sonst gibt es keine Anhaltspunkte. Wann bist du denn adoptiert worden? In welchem Alter? Weiß ich auch nicht. Auch nicht? Nein, das ist... Also ich kann auch sagen, meine Adoptivmutter heißt Hedwig, geboren Peters, also mein Nachname ist Gusig. Ja, das ist noch wichtig. Und mein Vater hieß Heinz Gusig. Mehr weiß ich leider nicht. Gusig. Gusig, wie Musik, nur mit dir am Anfang.
Und wenn da irgendjemand jetzt zuhört, der vielleicht mich Informationen geben würde, das wäre für mich auf jeden Fall schon ein großer Erfolg. Genau, es müsste ja vielleicht gar nicht direkt deine Mutter sein, sondern irgendjemand, genau, der vielleicht was von früher der weiß. Der irgendwas weiß. Der jetzt sagt hier, genau, ich weiß noch, die hatte ich mal abgegeben, das hat sie mir erzählt und so. Oder so. Verstehe. Das wird mir ja schon reichen. Also Dieter, die Chancen sind, glaube ich, sehr gering, aber man kann es ja ausprobieren. Und oftmals haben wir schon so schöne kleine Erfolge gehabt hier oder auch größere Erfolge mit der kleinen Sendung in der Nacht. Wir haben es jetzt einfach mal, du hast es gesagt, und wir warten mal ab. Und wenn jemand sich angesprochen fühlt, bitte am besten mailen unter domian@wdr.de oder einfach an wdr-domian 50600 Köln schicken. Ja, das wäre super. Lieber Dieter, ich drücke dir von Herzen die Daumen. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, wen machen wir denn jetzt hier? Micha ist hier. Micha ist 23. Hallo. Ja, guten Abend. Ja. Oder guten Morgen. Ja. Also Micha, was geht's denn? Ja, bei mir geht es halt, ich habe bei mir das Gefühl, dass mich Frauen halt ignorieren oder großartig nichts mit mir zu tun haben möchten oder wollen. Warum? Keine Ahnung, was da mit den Frauen los ist. Aufgrund wessen hast du das Gefühl? Ich bin zurzeit immer sehr viel im Internet, ich bin schon sehr lange solo und suche auch eine neue Freundin. Und wenn ich da mal viel schreibe mit denen, dann, und die sehen nachher mein Foto, dann habe ich halt, dann schreiben die mir nicht mehr oder ich bekomme schreckliche Kommentare unter meinem Foto gesetzt. Wie zum Beispiel, aus welchem Schweinestallamt sind dich denn entlassen? Oh. Ja, ich selber bin inzwischen auch dabei dran zu glauben, hier, dass ich selber scheiße aussehe. Wie findest du dich denn äußerlich? Also ich finde mich inzwischen auch selber scheiße. Ja, und eigentlich vorher, vor diesen Kommentaren? Bevor das hier vom... Eigentlich bin ich normal wie jeder andere. Vielleicht ist das Vorteil nicht, ist das Foto nicht so von Vorteil? Das Foto ist eigentlich relativ gut. Ist relativ aktuell. Ja. Ah, schade, dass ich es nicht sehen kann. Dann würde ich es jetzt gerne beurteilen. Hast du denn, warst du früher mal mit einer Frau länger zusammen? Das längste war da mal was Festes, 5 Monate. Hm. Nicht so lang, ne? Nee. Und das war dann auch noch eine Russlanddeutsche gewesen, wo es dann auch tolle Probleme dann auch mit ihren Eltern gab. Ja. Und da haben nachher die Eltern gedrängt, dass er dann nachher Schluss macht und ich habe inzwischen auch keinen Kontakt mehr zu ihr. Gehst du denn auch mal raus aus der Bude und versuchst draußen Leute, Frauen kennenzulernen? Ne, das ist hier bei mir relativ nicht möglich. Ich bin ja in einem kleinen Nest im Osten Deutschland. Ja. Und bin Hartz-IV-Kandidat und habe auch keinen Führerschein und komme auch nicht weg. Ah, verstehe. Du bist eingesperrt in irgendeinem kleinen Ort. Ja. Mehr oder weniger. Mhm. Ja. Das Einzige, was mir bliebe, wäre Fahrrad oder dann mit der Regionalbahn Kurzstrecke und so weiter. Mhm. Aber da gibt es hier regional auch eine Singlebörse. Da versuche ich jetzt halt mir regional auch ein paar Leute zu suchen. Aber bisher habe ich da auch noch sehr wenig Reaktion auf meine Nachrichten gekriegt. Mhm. Also man kann ja froh sein, dass die Zeit so ist, wie sie ist jetzt im Moment, dass wir sowas wie Internet haben. Weil früher wäre das dann noch komplizierter für dich gewesen. Mhm. Wie lange suchst du jetzt schon auf dem Wege? Also ich bin schon seit 18 Monaten Single. Und seit... Ja. Na, ungefähr seit einem halben Jahr später habe ich wieder angefangen, nachdem ich mich von der Beziehung da erholt habe. Mhm. Aber lass mal überlegen. Also du kommst nicht aus deinem Ort heraus. Mhm. Du hast als Möglichkeit zu kommunizieren, den PC. Ja. Bisher waren das alles schlechte Reaktionen, die du bekommen hast. Mhm. Ne? Aber ich würde dann trotzdem da jetzt noch nicht die Flinte ins Korn werfen, Micha. Du hast ja gar keine andere Chance. Und wenn du 10 Absagen bekommst oder 15 oder 20, dann ist die 21. läuft dann. Das geht ja schon das ganze Jahr los, seitdem ich aktiv suche. Ja, aber was meinst du, wie viele Leuten es auch so geht, die rausgehen in Kneipen? Es ist noch frustrierender, wenn man da eine Absage kriegt. Also ich würde ja, da gibt es ja gar keine andere große andere Möglichkeit, als dass du es weiter versuchst. Aber mit dem Hintergrund, dir bloß nicht einzureden, dass du wirklich hässlich bist. Ich meine, die Menschen sind oft gnadenlos und bekloppt in ihren Bemerkungen. Wenn die dir solche Sachen da schreiben, solltest du das nicht so ernst nehmen und nicht so nah an dich rankommen lassen. Weil das bringt ja gar nichts, da frustrierst du ja völlig. Ich bin ja auch
hab einmal vor einem Jahr mal mit beim Psychologen gewesen. Der hatte bei mir höchstens mal festgestellt, dass ich ein mangelhaftes Selbstbewusstsein hätte. Und vielleicht mache ich auch was verkehrt. Ich schreibe dann auch immer sehr schnell über meine Probleme, die ich habe. Weil mir dann auch nachher keine Gesprächsthemen einfallen, da ich auch nicht so gut bin in Gesprächsführung. Ja, das ist natürlich auch nicht so klug, gleich mit den Problemen anzufangen. Ich mache mal einen Vorschlag. Ich habe eine Psychologin hier sitzen, die dir sicher vielleicht auch ein paar kluge Ratschläge geben kann, wie man geschickt so ein Gespräch einfädelt. Ja, dann legst du das mal auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Okay? Ja, okay. Dann wünsche ich Ihnen, und könnte ich dann vielleicht noch mit einem Autogramm kriegen? Ja, ja. Wir schreiben gleich deine Adresse auf. Okay? Ja, okay. Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, jetzt machen wir ein paar Takte Musik und dann kommt das Fernsehen. Meine Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Das sage ich jetzt zu euch, den Fernsehzuschauern, und bitte gleichzeitig die Verspätung zu entschuldigen. Wir sind diese Woche übrigens im Fernsehen immer etwas später. Ich lese gerade hier, morgen sind wir im TV erst um 1.20 Uhr. Das liegt an den bevorstehenden Bundestagswahlen, weil wir im WDR-Fernsehen am Abend immer Sondersendungen haben und dadurch verschiebt sich das ganze Programm nach hinten. Also ich bitte das zu entschuldigen und bitte um Verständnis. Auf jeden Fall sind wir da. Wir sind jede Nacht tapfer hier bei euch und ich freue mich, wenn ihr mitmacht, wenn ihr zuschaut und wenn ihr zuhört. So, üblicherweise in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine freie Themennacht. So auch heute. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, ran ans Telefon 0800 220 5050 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Ich bin verbunden mit Claudia und Claudia ist 32 Jahre alt. Hallo Claudia. Ja, hallo. Schön, dass du da bist. Jo, zum einen wollte ich schon mal sagen, dass ich seit 7 Jahren eine Sendung verfolge. Habe ich irgendwann mal nachts beim Stillen entdeckt und mehr oder weniger regelmäßig. Wie lustig, nachts beim Stillen entdeckt und jetzt ist der Kleine oder die Kleine schon in der Schule wahrscheinlich, ne? Mittlerweile schon, ja. So, ja, so vergeht die Zeit. Ja, an der sich einiges getan hat, ja. Claudia, weswegen hast du angerufen? Genau, weil ich halt mittlerweile 3 Kinder habe. Wie viel, 3? 3. 3. Seit 12 Jahren verheiratet bin. Hm? Oh je, jetzt kommt. Kommt jemand und du kannst nicht sprechen. Sollen wir aufhören? Nee. Aber mittlerweile seit... Wenn du nicht sprechen kannst, dann... Na doch. Doch, ja. Aber mittlerweile seit 2 Jahren eine Affäre ab. Oh. Die mich halt immer mal wieder auch drückt. Seit 2 Jahren? Ja. Schläft dein Mann gerade? Nein, ist diese Woche weg. Und du hast gerade Sorgen? Bin ich eigentlich froh, dass ich diese Woche mal durchgekommen bin, weil sonst gab es halt die Möglichkeit eigentlich nie... Und wer ist da gerade reingekommen? Von den Kindern? Die Mittlere. Ach, die Mittlere. Achso. Aber die ist jetzt wieder draußen? Ja. Ja. So. Seit 12 Jahren verheiratet? Jo. Seit 2 Jahren eine Affäre? Jo. Gut, vor knapp 3 Jahren fing das an. Ja. War eigentlich eine Jugendliebe, die ich mit 17, wo wir schon mal zusammen waren. Ja. Zwar auch nie offiziell, immer so heimlich, aber immerhin. Ja. Hat die Affäre, der Mann, hat er auch eine Familie? Nein, aber der ist auch seit 10 Jahren in einer Beziehung und hat halt auch vor 3 Wochen geheiratet. Ach so. Also ich meine Familie jetzt, also nicht also er hat eine Beziehung. Er hat eine Beziehung und hat halt jetzt auch geheiratet. Eieieiei. Wie oft seht ihr euch? Bisher haben wir versucht, einmal die Woche. Und heißt das dann immer Sex? Meistens, ja. Ja. Wo trefft ihr euch? Bei ihm oder bei mir. Mhm. Da ist immer noch jemand in der Wohnung, ne? Ja. Das heißt, so richtig offen kannst du nicht reden. Ich versuch's, ja, aber eigentlich, ja. Ja. Nee, bei ihm oder bei mir, das eigentlich, kann man das ja uns beide ganz gut einteilen, das ist halt vorbei, dass man sich treffen kann. Wer weiß davon? Meine Mutter und 3 Freundinnen von mir. Mhm. Und von seiner Seite aber keiner. Mhm.
Nur ich brauche halt jemanden zum Reden auch oder halt immer auch als Alibi, aber einfach, ich brauche halt immer jemanden zum Reden darüber. Ist klar. Ist das eine reine Sexgeschichte oder? Nee. Ach, da sind Gefühle im Spiel. Sehr, ja. Sehr sogar. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, wenn ich fragen würde, bist du in diesen Mann sehr verliebt, dann sagst du? Ich liebe ihn. Oh. Oh. Und eigentlich war ich vor einem Dreivierteljahr schon mal so weit und hab fast zu sagen, ohne Kinder wäre ich schon fast weg. Wie ist es denn umgekehrt? Bei ihm scheint das nicht so zu sein, oder? Sonst hätte er nicht gerade geheiratet. Die ganze Verantwortung mit den ganzen Kindern würde er, glaube ich, auch nicht auf sich nehmen. Ja. Er hat gerade geheiratet, sagst du. Ja. Das heißt, er hat 2 Jahre eine Affäre am Laufen und heiratet aber. Das und sagt gleichzeitig, das soll so weitergehen. Naja. Aber er würde nicht mit, würde er mit dir, wenn du die Kinder nicht hättest, wobei das eine blöde Überlegung ist, du hast nun mal die Kinder, würde er dann zu dir kommen? Dann glaube ich schon, ja. Aber dann spricht. Aber dann spricht das auch nicht sehr für den Typ, wenn der wegen deiner Kinder nicht zu dir kommen will, wenn der wegen deiner Kinder dich nicht so liebt, dass er sagt, ich gehe mit ihr eine Verbindung ein. Finde ich. Ich finde, wenn, dann muss man auch zu den Kindern stehen. Von der Frau, die man liebt. Also konkret war es eigentlich kein Thema, sage ich mal so. Wenn, dann eher so, lieber nicht. Mhm. Ja, kann keine konkrete Aussage gemacht. Also lieber dann eher nicht und der Kinder zuliebe und alles zu kompliziert und ja, eher so rausgeredet. Ach, der Kinder zuliebe. Mhm. Ja. So hat er sich dann hingestellt. Was würde er den Kindern zuliebe das tun? Ja. Erzählt er über seine Beziehung bei dir? Etwas, also können wir auch drüber reden, ja. Und wie läuft die? Mehr wie so ein altes Ehepaar, also mehr wie ein altes Ehepaar als wir eigentlich. Also als ich in meiner Beziehung. Und die haben eigentlich nur geheiratet auf Druck der Familie, weil halt auch Südländer ist und weil das da erwartet wurde, dass wir zusammen sind. Ach so. 2 Jahren, jetzt mussten die halt auch mal heiraten. Wie ist denn deine Beziehung zu deinem Mann? Es geht. Also bin halt viel alleine mit den Kindern die ganzen Jahre gewesen. Von daher eigentlich auch die volle Verantwortung dafür, für das, alles. Für das heißt, er ist beruflich viel unterwegs? Ja. Es geht eigentlich aus dem Haus, wenn die Kinder noch schlafen und kommt wieder, wenn die Kinder im Bett sind meistens. Würdest du denn dennoch sagen, dass du ihn auch noch liebst? Schon, ja. Aber so, wie man eher einen Freund liebt? Oder wie man einen Ehemann oder einen Mann liebt? Ja, auch schon wie ein Ehemann. Also ihr schlaft doch miteinander noch. Jo. Ja, und das ist auch gut. Das ist sehr gut. Also von, das ist eigentlich das Komische wiederum. Also rein vom Sexuellen her ist es wiederum mit ihm, mit meinem Mann besser als aufregender. Ach, ja, das ist ja mal was ganz Neues. In der Regel erzählen die Leute ja immer, was man auch verstehen kann, wenn man so viele Jahre mit jemandem, mit einem Partner zusammen ist, dann ist das immer ganz aufregend, mit einem anderen Partner was zu haben. Bei dir ist es mit dem Ehemann spannender im Bett als mit dem Geliebten. Da passieren immer noch neue Sachen. Warum der Geliebte dann? Ja, das frage ich mich halt auch. Weil also der eben einfach, weiß ich nicht, die Liebe, also das Gefühl, geliebt zu werden. Ja, aber offensichtlich liebt er dich ja eben nicht wirklich. Wenn er dich wirklich lieben würde, wäre er jetzt bei dir und hätte er nicht irgendeine andere Frau geheiratet. Auch wenn er Südländer ist. Na und? Das sind beide. Na, beide Südländer, ja, okay. Aber, ja. So, jetzt sitzt du aber in einer ganz schönen Bredouille, finde ich. So vom Gewissen her. Du hast deinen Mann, das ist der Vater deiner Kinder. Die Ehe läuft einigermaßen okay. Das, was du auszusetzen hast, ist, dass er so selten da ist. Einmal das und einfach alles, weil er halt von der Art her halt etwas kühler ist, sag ich mal so. Ach so. Das heißt, du vermisst in der Ehe keine Sexualität, aber du vermisst einfach einfach nur mal Händchen halten, auch in der Öffentlichkeit oder mal Küssen geben in der Öffentlichkeit oder. Und ja, sowas. Und ich habe sogar meine Tochter mich gefragt, ob wir ihn schon mal richtig geküsst haben, weil sie das im Fernsehen gesehen hat. Und ich so, ja, natürlich. Ja, das hättest du noch nie gesehen. Und wie ist so das miteinander? Wenn könnt ihr gut reden? Ein wenig. Wenig. Interessiert er sich für deine Gefühle, was in dir vorgeht? Weniger. Also eine große Unzufriedenheit ist da. Ja, obwohl er das eigentlich auch weiß, nicht schon zigmal gesagt habe und mittlerweile auch, was heißt mittlerweile, also nicht nur deswegen beim Psychologen auch bin seit einem halben Jahr. Ach so. Was ist der, wo geht's da bei dem Psychologen, in welche Richtung, was sagt der? Schon in die Richtung, aber in welche also warum Richtung? Ich halt die Affäre halt habe, warum ich das brauche oder was ich da halt suche.
Und da geht es halt eher so in Richtung meine Kindheit, weil halt meine Mutter mich verlassen hat, ohne Kommentar mit 3,5 Jahren. Mhm. Aber ich glaube, dich treibt jetzt die ganz klare Fragestellung um, was mache ich, was soll ich tun und ist das, was ich mache, ist das in Ordnung oder ist es nicht in Ordnung? Ja, manchmal denke ich mir halt, ich nehme das, was mir fehlt und dann halt wieder denke ich, oje, das kann man alles nicht machen und mit dieser Affäre schon in die Ehe zu gehen, fand ich halt auch nicht so prickelnd. Von daher hatte ich eigentlich das im Juli schon mal beendet. Also, dass er mit der Affäre in die Ehe geht? Ja, ja. Meinst du? Also das Dilemma, in dem du steckst, finde ich, ist, dass da jemand ist, der dein Geliebter ist, der offensichtlich aber gar nicht liebesmäßig so sehr an dir interessiert ist, sondern vielleicht bist du so ein praktisches Nebenbei mit der Komponente der Sexualität auch. Ja, das ist halt bei denen nicht mehr ganz so prickelnd, das hat er mir halt schon erzählt. Ja, ja, eben. Sodass du da völlig in der Luft hängst. Du hast einen Geliebten, der dich nicht offensichtlich nicht wirklich liebt. Du hast einen Mann, der dich vernachlässigt. Und du gehst jetzt einen Weg dazwischen und obwohl das nicht der saubere Weg ist, den du da gehst. Nee. Ich glaube, das Hauptproblem liegt in eurer Ehe. Das Problem liegt in der Ehe, dass du dieses thematisieren musst, bearbeiten musst, dass du damit irgendwie klarkommen musst. Würde denn der Ehemann, wäre der bereit, mit zu einer Eheberatung zu gehen? Ich denke mal schon, also jetzt nicht zu meinem, wo ich schon bin, weil der halt wiederum davon weiß. Ja. Und der nicht offiziell anlügen will. Ach, das würde er machen. Denk mal, neutral vielleicht schon. Claudia, das musst du machen. Das musst du machen. Also wenn dir wirklich es ist die Frage, wie viel dir an deiner Ehe noch gelegen ist. Wie viel da noch ist, wo du sagst, würde ich schon drauf aufbauen. Dann würde ich dieses aber wirklich erstmal alles ausprobieren, was auszuprobieren möglich ist. Ah, das ist schon was. Also, er gefällt mir auch rein optisch alles. So. Das war der erste Mal, wo ich gesagt habe, mit dem will ich Kinder haben. Und ja. So, dann würde ich. Fehlt einfach nur die Zuwendung. Gut, das sind ja alles Themen, die man in so einer Beratung eben besprechen kann auch. Ich würde mich, ich weiß, das ist jetzt leicht gesagt. Ich glaube, der richtige Weg ist, was deinen Geliebten anbelangt, dich von dem zu trennen. Einmal für dich, weil du eh nicht das bekommst, was du bekommen möchtest. Zum Zweiten, um dein Gewissen sauber zu kriegen. Und zum Dritten, ist es einfach Betrug, was du an deinem Ehemann begehst. Wenn du die Sache mit deiner Ehe geklärt hast, in welcher Richtung auch immer, dann kannst du machen, was du willst. Ich würde wirklich an deiner Stelle versuchen, deinen Ehemann so schnell wie möglich zu bewegen, dass ihr euch gemeinsam eine Hilfe sucht. Bist du gut bewandert mit Adressen, Ansprechpartnern und so etwas? Ja gut, denke ich, kann ich halt über meinen Psychologen auch raus. Wenn du möchtest. Dass der mir dann halt andere sagt, wenn er das selber nicht machen will. Oder so, ja. Ja. Also das so würde ich es angehen. Definitiv. Ja? Claudia, mehr kann ich dir nicht sagen. Okay. Alles Liebe und alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Schön. Tschüss. So, meine Lieben, wir haben heute eine Freitemennacht, habt ihr schon gemerkt. Und ich sage euch schon mal, unser Thema in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt unser Thema, da zeigte er sein wahres Gesicht. Wir können natürlich auch sagen, da zeigte sie ihr wahres Gesicht. Also ich möchte mit euch über Situationen sprechen, wo ihr einen anderen Menschen plötzlich erkannt habt. Meistens sind das ja harte Situationen, ernste Situationen. Wo ihr richtig hinter die Maske von einem Menschen geguckt habt, wo die Maske fallen gelassen wurde von einem Menschen und ihr gesehen habt, woran ihr seid, was für ein Typ das ist, was für eine Frau das ist. Und ihr vielleicht vorher ganz anders über diese Person gedacht habt, aber durch dieses Ereignis dann Klarheit bekommen habt. Also, da zeigte er sein wahres Gesicht, unser Thema am Donnerstag, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Julia ist hier, Julia ist 18 Jahre alt. Hallo Julia. Nee, Juliana. Juliane, nee. Hallo, so. Hallo Juliane. Um was geht's bei dir? Ich bin das Kind von einem Missbrauch. Mhm. Und meine Mutter wurde vor 18 Jahren von ihrem Stiefvater vergewaltigt. Ja. Und dadurch bin ich entstanden. Und ich komme damit halt nicht klar. So. Woher weißt du das? Von meiner Mutter, sie hat mir vor kurzem erzählt. Mhm. Von ihrem Stiefvater? Ja. Kennst du diesen Mann? Ja. Wie ist dein Verhältnis zu diesem Mann bisher gewesen? Oder früher gewesen? Bisher war es eigentlich ganz gut, bis zu dem Punkt, an dem ich es erfahren habe. Und seitdem habe ich auch den Kontakt abgebrochen, weil ich konnte einfach nicht mehr.
Deine Mutter ist damals vergewaltigt worden von diesem Mann, von ihrem Stiefvater. Mhm. Und dabei bist du entstanden. Ja. Wie alt genau warst du, als deine Mutter dir das erzählt hat? Ich 17. Mhm. Was hast du da empfunden, als sie das gesagt hat? Ich war erstmal so geschockt, habe angefangen zu weinen und ich konnte erstmal gar nichts mehr sagen. Mhm. Und ich habe mich nur gefragt, warum. Was hat deine Mutter dir denn all die Jahre erzählt, wer dein Vater angeblich ist? Dazu wollte sie mir nichts sagen erst. Und nach einer Zeit wollte ich dann auch halt genau wissen, wer mein Vater ist. Mhm. Und dann hat sie es mir irgendwann gesagt. Ja, aber da warst du ja schon 17, das ist ja schon lange her. Man fragt ja, ja schon als Kind immer, wer ist denn mein Papa, wer ist mein Papa? Wie hat sie dich denn da vertröstet? Sie hat immer gesagt, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, dann wird sie mir das sagen. Ach so. Also war da schon so eine Spannung bei dir entstanden? Da ist irgendwas Seltsames. Ja. Mhm. Hat sie den Mann damals angezeigt? Ja, die Sache ist so, also die Geschwister von meiner Mutter sind so gesehen meine Halbgeschwister. Mhm. Also ich habe auch noch eine Schwester, die wurde auch früher vergewaltigt von ihm. Und sie hatte ihn angezeigt. Aber die Anzeige hat sie dann auch wieder zurückgezogen, warum auch immer. Deine Mutter? Nee, meine Schwester jetzt. Mhm. Mhm. Und dadurch konnte sie ihn hinterher nicht nochmal anzeigen. Und deswegen wird das alles fallen gelassen. Warum konnte sie ihn nicht nochmal anzeigen? Weil, verstehe ich nicht. Weil meine Schwester hatte ihn ja angezeigt gehabt. Mhm. Und sie hat die Anzeige auch wieder zurückgezogen. Ja, aber deshalb hätte deine Mutter ihn doch dennoch anzeigen können. Na, irgendwie sagte sie, das geht nicht. Keine Ahnung. Und hattest du, das heißt, während deiner Kindheit, die ganzen Jahre, hattet ihr Kontakt mit diesem Mann? Ja. Ist dieser Mann denn noch mit deiner Oma zusammen? Ja. Ihr seid oft dorthin gefahren, habt die besucht? Ja. Aber was ist denn da mit deiner... Nicht regelmäßig, aber... Bitte? Zwar nicht regelmäßig, aber hin und wieder. Aber wie erklärt deine Mutter so etwas denn? Wieso hat die nicht zumindest dann den Kontakt sofort abgebrochen? Ich weiß es nicht. Das ist auch eine Frage, die ich mir stelle. Mhm. Bitte? Das ist auch eine Frage, die ich mir stelle. Mhm. Weiß denn deine Oma von diesem Vorfall? Ja, ich glaube schon. Mhm. Mein Gott, da kriegst du so eine Wahrheit ins Gesicht geschleudert, sage ich mal so. Und tausend Fragen kommen doch da. Tausend Fragen. Spricht denn deine Mutter oder macht sie jetzt dicht? Nee, jetzt mittlerweile spricht sie nicht mehr, aber auf meine Fragen, zum Beispiel jetzt, warum sind wir da noch hingegangen, mhm. Da gibt sie mir keine Antwort. Mhm. Da blockt sie dann schon ab. Ja, vermutlich, weil sie ein Schuldgefühl hat. Ja. Eigentlich hätte sie das nicht tun dürfen. Ja. Hast du das Gefühl gehabt, früher, wenn du dich jetzt so zurückerinnerst, als du ganz klein warst, dass deine Mutter zu dir irgendwie vielleicht eine gewisse Zeit ja, unfreundlicher war oder nicht so zärtlich war? Ja, das hatte ich vor kurzem. Meine Mutter ist jetzt mit einem neuen Freund zusammengezogen. Bei dem habe ich vor kurzem auch noch gewohnt. Hm. Und sie hat mir nicht die Liebe so entgegengebracht, die man als Kind eigentlich so bekommt. Und da habe ich mir auch immer so Gedanken drüber gemacht. Und Hat sie dir das irgendwie so erklärt, dass das damit zusammenhing damals, dass sie das nicht konnte, weil du eben ein Kind einer Vergewaltigung bist? Hat sie das so ein bisschen versucht, dir nahe zu bringen? Ja, aber das habe ich dann hinterher auch so selber rausgefunden. Habe ich mir auch gedacht, sie hatte eine schwere Kindheit dadurch. Dass sie vielleicht die Liebe, die sie früher auch nicht gekriegt hat, auch nicht so unbedingt an mich weitergeben kann. Ich meine, das ist natürlich für dich eine krasse Situation, aber ich frage dich trotzdem, wahrscheinlich hast du dir selbst den Gedanken auch schon gemacht, hat deine Mutter damals mit einer Abtreibung, also mit den Gedanken gespielt, eine Abtreibung vornehmen zu lassen? Also das weiß ich nicht, aber ich denke mal ja. Mhm. Es ist ja auch nicht unbedingt leicht, jetzt ein Kind zur Welt zu bringen. Nein, überhaupt nicht. Dass ein Missbrauch entsteht. Überhaupt nicht. Und dann später auch mal die Fragen stellt. Jetzt habe ich die Familienverhältnisse nicht richtig gerade kapiert. Bist du das einzige Kind deiner Mutter? Oder ja, von meiner Mutter, ja.
Deine Mutter, ja. Und deine Mutter hat jetzt einen Lebensgefährten. Ja. Und all die vielen Jahre, als du aufgewachsen bist, war deine Mutter alleinerziehend. Mhm. Ach so. Wie viel, ich frage jetzt mal, also wie viele Stunden habt ihr darüber schon gesprochen? Über das diesen. Das waren schon einige. Doch, waren schon einige. Hast du nachdem diesen Mann nochmal gesehen oder hast du dann sofort gesagt, da fahre ich nie wieder hin? Ja, gesehen habe ich ihn schon. Was war das? Ich wollte dann auch mit ihm sprechen, so warum das alles so passiert ist und so alles, aber ich konnte nicht mehr. Ich habe in dem Moment nur noch totalen Hass empfunden und ja, totale Wut. Ja. Also man kann ja wirklich nicht, ich meine, das hast du gerade ja auch gesagt, man kann wirklich nicht verstehen, dass deine Mutter da immer wieder hingefahren ist. Aber ich denke auch mal, sie hatte Angst, dass der Rest der Familie irgendwie so auseinanderbricht. Und sagt, ich meine, gut, das entschuldigt das jetzt nicht. Aber anders kann ich mir das nicht erklären. Wie hat denn, wie hat er sich denn dir gegenüber verhalten, als du Kind warst? Also ganz normal, als wenn so halt mein Opa wäre. Normal. Ja. Und die Oma hat sich auch normal verhalten? Ja. Weißt du von deiner Mutter, ob das einmal passiert ist, damals vor 18 Jahren? Oder ob das vorher schon mehrfach passiert war? Nein, das ging wohl über einen längeren Zeitraum. Das auch noch? Ja. Und als du dann geboren warst, war es denn dann zu Ende? Sie sagte nein. Ach, das ging ja noch weiter. Also, Juliane, stelle ich mir als ganz schweren Schock vor, wenn ich mich in deine Situation versetze. Ja. Vor allen Dingen, du bist ja so hilflos, du weißt ja so wenig. Und du hast jetzt die Information, hast du jetzt da auf dem Tisch liegen, aber 1000 Warums. Ja. Warum, ne? Ja. Hast du mit jemandem noch gesprochen darüber, außer mit deiner Mutter? Ja, mit meiner besten Freundin. Gab es auch die Überlegung, mal mit der Oma zu sprechen? Na, du stellst ja auch keinen Kontakt mehr zu. Ach so, ich habe den Kontakt jetzt ganz abgebrochen. Ich finde das so gravierend, was du da mitmachst im Moment, dass ich finde, dass du da schon eine Hilfe brauchst und jemanden, der dir zur Seite steht. Ich meine, du hast jetzt hier angerufen, das ist ja auch ein Zeichen, dass du mal mit jemandem Fremden darüber sprechen wolltest. Ja. Ich würde gerne, dass du jetzt gleich mit meiner Psychologin noch mal ein paar Worte redest. Okay. Und sicher wäre es sehr, sehr richtig, wenn es uns gelingen würde, dir für dich etwas, zumindest einen Rat, so zu organisieren, dass du einen regelmäßigen Ansprechpartner für die nächste Zeit hast. Denn es sind so viele Sachen zu besprechen und zu verarbeiten, damit du jetzt nicht nur für dein Leben, deine Mutter hat schon Schlimmstes erlitten. Und wir wollen auch nicht voreilig urteilen, wer weiß, was da alles passiert ist. Ja. Dennoch stellt man sich natürlich all die Fragen. Aber nicht, dass du jetzt auch noch in deinem Leben sehr, sehr beeinträchtigt und beschädigt wirst. Wir machen das so, du legst bitte auf und wir rufen dich gleich wieder an. Und ich finde es erstmal gut, dass du dich hier gemeldet hast. Das ist schon mal ein ganz guter Schritt gewesen, glaube ich. Okay, ja. Danke schön. Alles Liebe, wir melden uns gleich bei dir. Okay, tschüss. So, meine Lieben, weiter geht's mit der Jutta. Und Jutta ist 52 Jahre alt. Hallo, Jutta. Ja, hallo. Ja, hallo, Jutta. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ich mache Sterbehilfe. Ja. Und das seit 5 Jahren und irgendwie komme ich damit überhaupt nicht mehr klar. Was heißt Sterbehilfe? Das heißt, ich begleite... Sterbebegleitung. Sterbebegleitung, nicht Hilfe, um Gottes Willen, das hört sich ja noch... Das hast du dich versprochen. Ja. Nee, und ich begleite Leute, die dass sie einschlafen ganz in Ruhe und mit ihren... mit allem so. Und ich komme mit mir nicht mehr klar. Machst du? Bevor wir das vertiefen, damit ich das so ein bisschen verstehe, was du da machst, gehst du in Haushalte oder arbeitest du? Ich gehe in Haushalte und ich betreue die Leute, das so auf ihrem letzten Weg und dann... Und in welchem Auftrag machst du das? Machst du das im Auftrag einer Kirche oder für mich persönlich. Und woher erfahren die Leute, dass es dich gibt und wer ruft dich an? Es gibt so
unseren Dienst und da wäre ich vermittelt. Und ach so. Mhm. Ja, ja. Und da gehe ich dann auch hin und mache das. Mhm. Das heißt, du bist oft dabei, auch wenn Menschen sterben? Ja, ja. Und in diesem Jahr sind es jetzt 7 oder 8 Leute gewesen. Ich kann es gar nicht mehr erzählen. Mhm. Bist du denn alleine dabei oder sind da auch andere? Ja, ich bin ganz alleine. Du bist ganz allein? Da sind keine Angehörigen dabei? Mhm. Ja, doch, manchmal schon, aber selten. Also es sind todkranke Menschen, die zu Hause liegen. Ja, ja. Hm. Das sind Senioren, die jetzt so ihren letzten Weg gehen und die begleite ich dann. Und für die tue ich eigentlich alles. Das heißt, ich liebe das auch. Aber ich habe jetzt, ich bin gestern wieder zurückgekommen, ich krieg's mit mir nicht mehr auf die Reihe. Das heißt, ich sitze nur noch auf der Couch und ich kriege nichts mehr auf die Reihe selber. Ja, das heißt, es kann durchaus sein, dass du über mehrere Monate jemanden begleitest, bis er dann gestorben ist. Mhm. Mhm. Warum hast du dich für diese, ich vermute mal, dass das eine ehrenamtliche Tätigkeit ist, oder? Ich liebe das. Ist es eine ehrenamtliche Tätigkeit? Ja. Warum aber ich liebe das. Mhm. Auch die Leute, wenn sobald ich dort bin, bin ich voll im Element. Und tue alles für die. Mhm. Und sobald ich dann wieder nach Hause komme, weil die verstorben sind, krieg nichts mehr auf der Reihe. Mhm. Ich habe es mit Saufen versucht, das bringt auch nichts. Lass mich mal nochmal zurückschrauben, die Zeit. Vor 5 Jahren hast du damit angefangen. Warum hast du dich damals dafür entschieden, das zu machen? Ach, ich bin Altenpflegerin seit 23 Jahren. Ach so. Mhm. Und ich liebe meinen Beruf. Ich liebe ihn wirklich. Mhm. Aber ich mich nicht mehr. Mhm. So, jetzt sagst du, ich liebe das einerseits, den Menschen beizustehen und zu helfen. Andererseits komme ich nach Hause und ich sacke in mir zusammen. Absolut, hundertprozentig. Seit wann ist das so? Seit wann ist das so? Ach, seit einem Jahr. Mhm. Ich krieg nichts mehr auf die Reihe. Kannst du mir das versuchen, mal näher zu erklären? Was sackt da in dir zusammen? Was sind das für Gedanken, die du hast? Was für Gefühle? Ich habe keine Gefühle. Eigentlich möchte ich mitsterben. Also eine tiefe Traurigkeit? Traurigkeit. Manchmal habe ich so das Gefühl, ich möchte selber mir irgendwie das Leben nehmen. Ich weiß es nicht. Irgendwie mich tot zu machen. Mhm. Ich kann es noch nicht mal richtig genau sagen. Mhm. Mein Sohn, der ist jetzt 30, ganz süßer, und der sagt immer, Mutti, such dir einen anderen Job. Mhm. Du musst zu Aldi. Du brauchst Leute. Ich bin eigentlich ein Mensch. Jeder, der mich kennt, sagt, ich bin lebenslustig und humorvoll. Ich meine, der Sohn hat ja intuitiv wahrscheinlich das Richtige gesagt. Warum machst du es weiter, wenn es dir so schwer fällt? Es fällt mir nicht schwer. Ich liebe das, Leute zu begleiten. Ja, aber ich liebe es nicht, wenn ich nach Hause komme. Ich sitze hier zu Hause und das wäre ja fertig mit der Welt. Ich sitze auf meiner Couch. Aber das deutet ja darauf hin, dass du irgendwie damit nicht fertig wirst. Überhaupt nicht. Zumindest neuerdings nicht. Du machst das ja schon so viele Jahre. Neuerdings damit nicht fertig wirst. Dass du vielleicht in der Situation gut funktionierst oder das sogar auch von Herzen machst, das glaube ich dir auch. Du sagst es ja auch. Das mache ich auch. Ja, das glaube ich auch. Aber hinterher bricht alles in dir zusammen. Es bricht alles zusammen. So, und das ist doch ein Signal des Geistes, der Seele. Aber die Leute brauchen es doch auch, Mensch. Die Angehörigen, die sind sowas von, ach, scheiße manchmal. Mhm. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Aber wirklich. Kann das sein, dass die genießen das, wenn ich sie nur, wenn ich nur da bin und alles mache. Mhm. Das ist natürlich auch sehr ehrenwert, wenn du das so sagst. Aber es bringt natürlich auch nichts, wenn du einer Tätigkeit nachgehst, die dich wiederum kaputt macht. Dann, ja klar, die macht mich auch kaputt. Ja. Wir wissen nicht genau, warum sie dich kaputt macht. Ach, ich weiß es auch nie. Ne, man weiß es nicht genau. Du weißt es nicht. Nee, so richtig weiß ich es nicht. Bist du denn mit deinem Leben an sich auch unzufrieden? Ach, ja, mein Leben. Doch, eigentlich bin ich zufrieden. Bist du ein glücklicher Mensch? Ja, eigentlich schon. Doch, schon. Dann ist es seltsam, dass du sagst, ich möchte dann eigentlich auch sterben, wenn ich dann nach Hause komme. Doch, ich weiß es nicht. Ich habe so das Gefühl.
Du hast das Gefühl, ausgebrannt zu sein, keine Energie mehr zu haben. Ja, doch, eigentlich so dieses Burnout, ausgebrannt. Ich bin dann nach 2-3 Wochen, wie ich dann da war, bin ich wirklich leer. Aber Jutta, und niemandem kann ich irgendwas erzählen, weil keinen interessiert es eigentlich. Aber das allerspätestens, nachdem du das für dich so klar erkannt hast, ist doch das Signal zu sagen, ich unterbreche es oder ich höre auf oder ich unterbreche das zumindest mal eine Weile. Und dann Hartz IV? Entschuldigung. Achso, du verdienst da doch, ich habe es gerade so verstanden, das wäre jetzt ganz rein ehrenamtlich. Nee, so ganz ehrenamtlich nicht, aber und dann Hartz IV? Ja, aber... Das kann ich mir auch nicht erlauben. Nee, aber du könntest ja sicher andere Tätigkeiten auch mit deiner Ausbildung machen. Du musst ja nicht direkt... Du hast ja das schwerste Ausbildung, was es ich gibt. Ich möchte einfach nur mit normalen, richtig jungen Leuten irgendwie so ein bisschen Kontakt haben. Und im Prinzip hasse ich es. Und trotzdem liebe ich es. Ich weiß nicht, ob ich das so richtig erklären kann. Nee, da kommen wir nicht mit weiter, wenn du immer sagst, ich liebe es und ich hasse es. Offensichtlich machst du da etwas, was dir nicht gut tut. Nee, das tut mir auch nicht gut, das weiß ich. So. Und ich gehe auch zur Psychologin und so. Das weiß ich, aber die hilft mir auch nicht weiter. Jetzt sitze ich schon wieder auf meiner Couch. Trinkst du eigentlich Alkohol? Nö. Ab und zu mal? Nee, nicht mehr. Nee? Überhaupt nicht. Im Moment auch nicht. Ah, um Gottes Willen, nein. Nein, ich trinke überhaupt nicht. Nein, aber jetzt wirklich ganz im Ernst, natürlich musst du Geld verdienen, wenn du das so sagst. Ja, ja. Aber du bist ausgebildete Altenpflegerin. Mhm. So, da muss es doch irgendwie im Pflegebereich einen anderen Job geben, der nicht so hart ist wie den du jetzt machst. Das ist ja nur wirklich das Härteste, was es gibt, Sterbebegleitung zu machen, wenn man da im Moment nicht stabil genug für ist. Dann lass dir doch das Warnsignal genug sein, was du jetzt erlebst im Moment und sagst, und gehst raus und suchst dir was anderes. Ja, ich versuch's ja. Du musst das machen. Ich glaube, dass du da seelisch vor die Hunde gehst. So wie du es mir gerade beschrieben hast. Kurz davor bin ich auch. So. Ich bin eigentlich auch kurz davor. Also ist das nicht so mit glücklicher Mensch? Mm-mm. Ich habe ja von euch eine Telefonnummer schon gekriegt. Da rufe ich auch an und ich muss irgendwas tun. Ich muss es. Aber du hast doch gerade auch gesagt, dass du in einer psychologischen Beratung bist. Ach, naja, die helfen mir auch so ein bisschen. Und ach, und die sagen mir immer, ich bin dafür geboren und... Mag ja sein, aber im Moment kannst du es nicht. So wie du es mir schilderst. Ich kann es nicht mehr. Mhm. Ich wollte dich gerade noch fragen, du sagst, du hast einen sehr netten Sohn. Bist du verheiratet? Nee, du lebst alleine. Ich lebe alleine. Hast du Freunde? Oder? Ich habe viele Freunde. Viele Freunde, also du bist kein einsamer Mensch. Die sagen immer, ich bin eine starke Frau und ich liebe eigentlich das Leben. Ich liebe auch wirklich das Leben. Ich lache auch gern und alles. Ja, aber die Starken sind manchmal und die sollen. Die denken das immer. Ja, und ich bin überhaupt nicht. So. Und die Starken sollen auch manchmal schwach sein dürfen. Ne? Ja? Ja, finde ich schon. Ach, ich weiß es nicht. Jutta, sollen wir denn dich gleich nochmal anrufen? Das werde ich noch mal ein bisschen, vielleicht noch eingehender versorgen mit Informationen, was du tun könntest. Ich finde, du solltest schnell was tun. Mir klingt das alarmierend, was du sagst. Nicht, dass du in der Psychiatrie noch landest oder das noch schon. Ach, da war ich schon. Ja. Jutta, leg du mal bitte auf, wir rufen gleich noch mal an. Ja, einverstanden? Okay. Alles Gute. Ciao. Tschüss. 0800 220 5050. Unsere Telefonnummer. Wir haben heute eine freie Themennacht und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt unser Thema, da zeigte er sein wahres Gesicht. Ich möchte mit euch über Situationen sprechen, mit Vorkommnissen, mit Begebenheiten, über Begebenheiten mit Menschen, wo ihr das wahre Gesicht eines Menschen gesehen habt, wo ihr gesehen habt, der ist überhaupt nicht so, wie ihr den früher eingestuft habt, wie ihr ihn vielleicht lange Zeit erlebt habt. In der Situation, meistens sind es ernste und harte Situationen, hat der Mensch seine Maske fallen lassen und ihr wusstet, woran ihr seid. Das ist unser Thema in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Hier ist Dorothea, 67 Jahre alt. Hallo Dorothea. Hallo Domian. Ja, hallo Dorothea. Schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Weswegen hast du angerufen?
Also ich höre sehr gern deine Sendung, das heißt meistens im Fernsehen. Ja. Und sind oft so ganz, ganz furchtbar schwere Probleme. Und da freue ich mich immer, wenn jemand was Nettes zu erzählen hat. Und das habe ich auch. Da freue ich mich jetzt auch. Ja. es fängt an, doch ein bisschen traurig, dass gestern der 9. Todestag meines Mannes war. Mhm. Der ist mit 64 gestorben und ich bin also 8 Jahre wirklich, also in der Beziehung ganz alleine und hätte nie gedacht, dass ich nochmal eine neue Liebe finde. Und das ist jetzt so. Seit einem Jahr? Ja, nicht so genau. Mhm. Es ist meine erste Liebe. Wir waren als Studenten zusammen, ein paar Monate, sind auseinander und haben immer über die Jahre locker Kontakt gehabt. Ich war 25 Jahre verheiratet. Mhm. Er ist jetzt zum zweiten Mal verheiratet. Mhm. Und ich kenne auch seine Frau gut und mag sie gerne. Mhm. Habe die beiden schon oft besucht. Mhm. Und so die Freundschaft und die Zärtlichkeit hat sich so langsam über die letzten 5-6 Jahre entwickelt. Und jetzt waren wir letzte Woche 2 Tage zusammen, das war im 7. Himmel, war das wunderschön. Das erste Mal so an einem Stück 2 Tage zusammen? Ja, er hat mich auch mal besucht, aber meistens waren es zu irgendeiner Veranstaltung oder. Aber er ist noch mit seiner Frau zusammen? Er ist noch mit seiner Frau zusammen und. Ist das für dich ein Problem? Es ist ein nicht sehr großes Problem. Hast du ein schlechtes Weil Gewissen? Weil ich habe keinen Besitzanspruch. Ich finde es sehr schön, wenn wir in längeren Abständen ein bisschen zusammen sein können. Ach so. Du möchtest also nicht mit ihm ganz ich und gar? Ich möchte nicht mit ihm immer sein. Mhm. Warum nicht? Weil er eben in seiner Welt eingebunden ist und weil ich nicht in seine Ehe reinpushen möchte. Mhm. Triffst du denn nach wie vor auch ihn zusammen mit seiner Frau? Ja. Hast du dann ein ungutes Gefühl oder ein schlechtes Gewissen? Also da bin ich sehr vorsichtig natürlich. Mhm. Wir lassen uns möglichst nichts anmerken. Mhm. Und er behauptet aber, dass die Beziehung zu mir seiner Ehe gut tut. Mhm. Dass er dann mit frischem Mut dann zu ihr wieder zurückkommt. Und die Probleme, die beiden miteinander haben, dann irgendwie und das ist für, besser zu bewältigen sind. Und das wiederum ist für dich okay, dass er das so sieht und so empfindet? Ich möchte es gerne glauben, dass es den beiden nicht schadet. Also du bist in keinster Weise eifersüchtig auf die Frau? Ich bin nicht eifersüchtig. Nein. Das heißt, die Konstellation ist genauso richtig für dich, wie du sie haben möchtest im Moment. Da ich ist ein Mann, genieße das, was ich haben kann und verlange nicht mehr. Mhm. Eigentlich ideal, ne? Es hätte ja auch sein können, dass du jetzt da traurig sitzt und denkst, ach, hätte ich diesen Mann doch jetzt ganz und gar für mich. Aber nein, wenn es so ist, wie es ist, dann ist das ja eine wunderbare Fügung, die sich da so ergeben hat bei euch. Ja, und es ist einfach ein Geschenk. Wenn es möglich ist, dann genießen wir es sehr. Und es ist ja verrückt. Die Zwischenzeit ist mit anderen Dingen erfüllt. Die erste Liebe war er. Ja. Da liegen 50 Jahre dazwischen. Nicht ganz. Nicht ganz. Ja. Mann. Als Studenten habt ihr euch kennengelernt. Ja. Mhm. Und dann sind die Wege auseinandergegangen. So ist es. Hatten denn die Familien, als dein Mann noch gelebt hat, hattet ihr da auch Kontakt mit diesem Ehepaar? Sie waren einmal bei uns, beide. Mhm. Mhm. Aber es ist dann nicht weiter vertieft worden. Nein. Mhm. Auf jeden Fall bist du jetzt eine zufriedene, eine ruhige, zufriedene, fast glückliche Frau. Ja, so ist es. Kann man das sagen. Mhm. Darf ich mal was ganz Indiskretes fragen? Schlaft ihr auch miteinander? Neuerdings ja. Neuerdings ja. Mhm. Und da ist es also ganz überraschend anders als mit meinem Mann. Inwiefern? Also ich war eigentlich nie so ganz auf Sex versessen, sozusagen. Ich habe meinem Mann gegeben, was er braucht, habe so mehr als eheliche Pflicht betrachtet. Er war sehr lieb und zärtlich zu mir, also ich kann mich nicht beklagen. Aber ich war da mehr passiv und habe eben mitgemacht, weil es sich so gehört, sozusagen. Ja, ja.
Und das ist jetzt anders. Und das hat sich jetzt mit dem anderen anders entwickelt. Es ist ja für mich erstaunlich, du bist 67, dass ich immer wieder mit Frauen deines Alters spreche, die so etwas erleben. Genauso wie du es gerade formuliert hast. Die sagen, früher war das nicht so doll mit der Sexualität und ich habe es über mich ergehen lassen. Und jetzt habe ich einen Partner gefunden. Und jetzt ist das für mich nochmal ein ganz neues Empfinden und eine neue Welt, in die ich da eintrete. Ja, es ist erstaunlich. Mhm. Liegt vielleicht aber auch wirklich an der Erziehung früher, die ihr habt mitmachen müssen und an der Rolle der Frau und was weiß ich, wie man das alles erklären kann von früher. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ja, vielleicht doch mehr an den Persönlichkeiten. Oder an den Persönlichkeiten auch, ja. Mhm. Ja. Mhm. Hast du Kinder? Nein. Mhm. Ist das jetzt so ein Geheimnis, dass du ganz alleine mit dir herumträgst oder mit dir alleine hast, dass du dieses Verhältnis mit dem Mann pflegst? Oder gibt es eine Freundin, der du das erzählst? Also ich erzähle meinen Freundinnen schon, dass es ihn gibt, ja. Ja. Keine Lust, da die Details zu breiten. Nein, natürlich nicht. Also war das jetzt eigentlich ein sehr schöner Anruf? Ja. Ich freue mich und ich möchte es mal einfach mitteilen, auch für Menschen, die vielleicht auch einsam sind. Ja, und das finde ich insofern auch. Dass es nicht so bleiben muss. Genau. Insofern finde ich solche Anrufe immer ganz toll, jetzt auch deinen Anruf. Denn du machst vielen Leuten, die auch in deinem Alter sind und noch ein bisschen jünger sind, durchaus Mut, dass sich da nochmal ganz, ganz enorm was verändern kann. Auch wenn man da gar nicht mehr dran geglaubt hat. Ja, ich hab's auch nicht aktiv gesucht. Das hat sich glücklich ergeben. Ja, dann gratuliere ich herzlich. Ja, danke. Wünsche dir alles Liebe, alles Gute weiterhin. Und genieße es. Dankeschön und mach weiter mit deiner tollen Sendung. Dankeschön, Dorothee. Auf Wiederhören. Wiederhören. Und hier ist Yvonne. Yvonne ist 21. Hallo, Yvonne. Hallo. Hallo. Und was geht's bei dir, Yvonne? Vor 2 Jahren ist ein Freund von mir, also ich habe ihn geliebt und habe immer noch sehr starke Gefühle für ihn, tödlich mit dem Motorrad verunglückt. Mhm. Und er ist als Sozius mitgefahren. Bitte? Er ist? Er ist als Sozius mitgefahren, also hinten drauf. Ja, vor 2 Jahren. Mhm. Also ihr wart nicht wirklich zusammen? Nein. Mhm. Dennoch würdest du sagen, dass du ihn geliebt hast? Ja, ich habe es ihm auch gesagt. Hast du es ihm kurz vorher gesagt, vor dem Unglück? Ja, 3-4 Monate vorher. Und wie lange kanntest du ihn vorher, also bevor er gestorben? 4 Jahre. Ja. Und wieso ist das nie zu einer Beziehung gekommen zwischen euch beiden? Vielleicht war es der Altersunterschied, wir waren 11 Jahre auseinander. Ja, da warst du 19 und er war dann 30, naja. War er solo? Oder hatte er damals eine Freundin? Er war solo, ja. Die ganze Zeit. Jetzt sind 2 Jahre vergangen. Ja. 2 Jahre ist, wenn man trauert, gar nichts. Nee. Das heißt, der Schmerz ist sehr, sehr nah bei dir. Und das Problem ist halt auch, dass ich hatte zwar mal hier und da eine Affäre gehabt. Aber mehr war das auch nie gewesen, weil ich habe diesen Mann immer mit ihm verglichen. Habe immer gesagt, hier, aber so und so kenne ich das und so muss es sein. Und Obwohl du mit dem Mann gar nicht zusammen warst? Nein. Aber wir hatten ein sehr inniges Verhältnis, in dem wir halt sehr oft miteinander telefoniert haben und uns auch getroffen haben. Das heißt, die Trauer und die Liebe, die noch immer da ist von damals, die blockiert eigentlich deine Gegenwart, ne? Ja. Mit wem sprichst du darüber? Ich habe damals relativ gleich nach dem Unfall mit dem Pfarrer gesprochen, der ist aber mittlerweile versetzt worden. Und ich bin jetzt auch weggezogen, aber so alle 14 Tage treffe ich mich mit meiner Freundin und mit der kann ich sehr gut darüber sprechen. Nur nach 2 Jahren ist halt auch für sie, oder habe ich zumindest das Gefühl, nervig. Das glaube ich. Das glaube ich, dass man dann denkt, man will die anderen nicht nerven, die sagen dann, mein Gott, nach 2 Jahren muss es doch mal gut sein, ne? Also, ja, irgendwann ist halt auch mal, dann denkt ihr auch, hast nichts anderes mit zu reden und sind meine Probleme dann gar nichts wert. Und ich finde, du musst jemanden haben, der das sehr wohl ernst nimmt, auch wenn da schon 2 Jahre her sind. Jetzt ist die Sendung gleich vorbei.
ich möchte gerne, dass wir dich gleich nochmal anrufen und dir ein bisschen Hilfestellung leisten, wie du so jemanden findest. Okay. Einverstanden, legst du auf und wir rufen gleich zurück. Okay, danke. Okay, tschüss. Tschüss. So, mein Lieben, in der Technik war Gunnel Blendin. Morgen sind wir wieder da. Ein bisschen später im Fernsehen. Bis dahin, tschüss.